What have you got here? Hier für den Job. Okay. Gibt es noch einen anderen Job für dich? Ne, das habe ich noch nicht gemacht. Dann traden wir mal. Wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen das nicht. Stoneblatt brauchen wir auch nicht so viele. Wrenched auch nicht. Jellyfish auch nicht. Hast du Muni für die? Hast du natürlich nicht, du. Aber Antirad. Kaufen wir dir mal ab. Not bad. Okay. Some pretty good stuff you've got there. That's my boy. You've made my day. Special Mission. Wir haben ihn finished last one. Das, da hast du richtig. Das ist korrekt. Good hunting, Stalker. Ja, ja. Deswegen essen wir mal einen Happen Wurst und dann gucken wir mal. Okay, das müssen wir da machen. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Muni. Und wollen wir mal schauen, ob wir uns da durchballern können. Hier vielleicht noch Military, die Ärger wollen? Nein. Okay, schön. Unter Führung spielt einmal jemand Gitarre, auch schön. So, da sind jetzt wahrscheinlich wieder Bandits, ne? In unserem Anfangs... Yep, Bandits, okay. Naja, die haben keine vernünftigen Waffen. Zumindest nicht die, die hier rumlaufen. Sein, dass ich mir das einbilde. Da. Yep. Nicht viel, aber ein bisschen. Und jedes bisschen hilft. Okay. Gut, das haben wir erledigt. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob uns die Herrscharen von Bandits da zu unserem eigentlichen Ziel durchlassen. Wo wir, bevor wir hingehen, eigentlich noch einen kleinen Abstecher in eine andere Zone machen müssen oder machen sollten. Weil ich auch noch ganz gerne ein Zielfernrohr hätte. Weil ich ohne sowas nicht gut arbeiten kann. Ich meine, solange... Was macht das hier? Electric Shock. Ist ja im Moment kein Problem. Dann nehmen wir noch drittes Artefakt. Das dürften wir unendlich lange laufen können. Ja, so gut wie.
das erst. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das erst machen. Gucken, ob hier neue Bandits sich hin verkrochen haben. So. Okay, nur der eine, das ist gut. Okay. So, und solange wir Tageslicht haben, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir das zuerst machen. So, hier ist der Stash. Da, in dem Pipe-Ding bestimmt. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das war noch nah genug am Rand. Es ging aber, da sind echt schöne Sachen auf diesem Hügel. Da können wir allerdings noch nicht rauf. Hallo Freunde. Stalker, you're on duty territory. If you attempt to attack our people will be severely punished. Okay. Ich würde hier einfach nur Help, I'm dying. Von wo? Wenn das mal keine Falle ist, ne? Dachtet wohl, ihr könntet mich in den Hinterhalt locken, wa? Irgendwo ist ja noch einer. Da! So, da fällst du jetzt mal ganz langsam. Oder auch nicht. Okay, noch mehr. Wie zur Hölle bist du da raufgekommen? Das ist mir zu kompliziert. Du hängst da aber nicht gut. Da könnten wir jetzt raufklettern, aber das ist es mir nicht wert. Wo liegt die andere Leiche? Hier irgendwo.
Left behind backpack, okay, einen weiteren Stash. Okay, was wir jetzt aber erstmal machen wollen, ist, wir wollen hier durchlaufen. Yes, unschön, unschön, unschön. Ja, ja. Radioaktivität, ganz schlimm hier. So, ins Dark Valley. Your partner is being taken to... All I know, I swear. Okay, Bullet, du... Oh, ja. Du hast nämlich eigentlich einen Auftrag für uns. Den wir jetzt nicht machen können, weil du tot bist. Das ist ein bisschen doof. Aber... Die Belohnung für den Auftrag wäre dieses Scope gewesen. Und jetzt haben wir auch noch deine... Also sogar noch ein Scope drauf, okay. Das war ein schlecht getimter Bandit-Überfall. Noch mehr Leichen. Noch irgendwo eine. Wir machen mal was. Wir machen mal ein Hardsave. Gucken mal, ob wir einfach nur Pech hatten. Weil das Nette an Bullet ist, da gibt es auch noch einen Folgeauftrag. Wenn ich hier schnell genug hinkomme. Okay, Spiel. Ist gecrashed, wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da mal was gegen. Oh, da wollen wir mal schauen. Okay. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er das war. Unschöner Crash. Nee, du bist einfach tot. Kann man nichts gegen machen, okay.
Gut. Ja, was noch dazu kommt, ist, dass Stalker es auch überhaupt nicht mag, wenn man das nebenher aufnimmt. Also, das, also, aber auch das gilt für einige alte Spiele, gerade wenn sie dann so gemoddet werden, dass sie ziemlich ressourcenintensiv sind, ist zumindest mein Eindruck, dass dann die, wenn man dann auch noch das versucht aufzunehmen, dann macht das, es ist auch extrem stotterig gerade, also, keine gute Kombination. Also, der Kollege Bullet ist tot, das heißt, wir können seinen Auftrag natürlich nicht machen. Was ein bisschen doof ist, weil wir dann noch ja, also der Bullet hätte uns die Bandits, die wir hier gekillt haben, und die waren hier nur zufällig. Eigentlich befragt er den Bandit, und der gibt dann zu, dass sein Duty-Kollege, den er hier sucht, gefangen genommen wurde von den Bandits und dass die jetzt irgendwo lang gehen und irgendwie über die Straße, die da hinten ist, die da hinten verläuft, und Bullet bittet uns dann zusammen mit ihm einen Hinterhalt zu legen, um seinen Kollegen zu befreien, was wir dann machen. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir halt als Belohnung dieses Scope von ihm. Und deswegen wollte ich das eigentlich schon machen. Diese Waffe kriegen wir üblicherweise nicht von ihm. Die hat er nämlich bei sich. Das ist nämlich... Okay, Spiel, alles gut. Okay, ich glaube, wir gehen ja mal besser. Und dieser befreite Kollege von Bullet, der gibt uns dann den Auftrag, noch einen weiteren zu befreien, nämlich in der Bandit Base, im Headquarters hier, wo wir sowieso noch aus anderen Gründen später hin müssen. Deswegen ist das mal ganz nett, da hat man noch einen zusätzlichen Grund, dahin zu gehen. Den Auftrag können wir jetzt natürlich nicht machen, weil ich glaube, wenn Bullet tot ist und es diesen Hinterhalt nicht gibt, werden wir diesen ersten Kollegen nicht befreien können, und damit gibt es dann auch den Auftrag für den zweiten nicht. Aber gut, das ist... So ist halt das Leben in der Zone. Da läuft nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Okay. So, ihr lasst mich jetzt durch, ne? Alles gut, das sind die anderen Duties. Ne? Du bist auch Duty. Ja. Das ist eine der Fraktionen hier. Und da sind eine ganze Menge Hunde, die lassen wir mal in Ruhe. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir hier halbwegs unfallfrei durchkommen. Okay, Siri ist noch am Leben, das ist schön. So, bevor ich da jetzt wieder rausgehe und mich totschießen lasse, würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwie ein bisschen besseren Vantage Point finden. Dann können wir vielleicht, können wir hier irgendwie rauf. Nope. Wie zur Hölle bin ich da mal raufgekommen? Ich weiß, da führt ein Weg rauf. Hier. So, dann nehmen wir mal... Was ist denn das eigentlich für eine Wumse? Die ist die besser als die hier? Oh ja, die ist viel besser. Weapon of the elite troops in the Russian army. It was designed as a replacement for the outdated AKS-74. Muni haben wir.
270, okay. Schönen guten Abend, Mr. McCounting. So, da wollen wir mal schauen. Also, das ist natürlich ganz tragisch und aber so können wir hier nämlich den Weg etwas freiräumen. Na komm, zeig dich. Außerdem macht die Wumme auch ein bisschen mehr Schaden. Da in den Tunnel, da will ich ganz gern rein. Da ist nämlich auch was Schönes drin. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Was haben wir hier? Ich meine, das ist nicht besonders heroisch, was ich hier mache und nicht besonders fair, aber so ist Level. Ne. Komm her. Ich weiß, dass du da bist. Nicht wahr? Das stimmt. So. Neutralisiert. Okay, ich würde sagen, gut genug. Oder sind da noch mehr? Da ist noch einer. Sag mal, was ist denn das für ein Drecksprodukt hier? Treffen wir von unten besser durch das ganze Gehölz da. In welchem Zustand ist die Waffe, in so einem schlechten Zustand? Nee, einfach nur kein Würfelglück. Okay. So, aber für den Nahkampf ist dann doch sowas besser. Okay, da sind Köter. Und wer schießt auf die Köter? Ich hab... Wer zur Hölle schießt hier?
Upsa. Nee. Erst mit dem Springen üben wir noch. So, da wollen wir rein. Also wollen wir nicht, aber da gibt es was Schönes. So. Und hier gibt es einen Weg durch. Nicht da. Irgendjemand hat hier noch Stalker gerufen. Das heißt, ist hier noch irgendeiner von euch Scheißern? Habt ihr einen von euch vergessen? Ja, irgendwo ist hier einer. Verdammt. Das können wir jetzt überhaupt nicht brauchen. Wo zur Hölle bist du? Da. Du bist tot. Jetzt ist er angeschossen. Ah, die Hunde haben ihn. Ah, die Hunde fressen ihn gerade. Ach, das ist der Herzallerliebst. Okay, jetzt seid ihr fertig. Das ist das Schöne an diesem A-Life. Da sind die Hunde dahin vorbeigekommen und haben sich entschieden, da fressen wir doch diesen Banditen mal an. Bisschen Blut. Mhm. Was haben sie ihm denn... Die Sachen haben sie ihm gelassen, das finde ich gut. Köter. Bist du wenigstens tot? Ja. Ja, schönen guten Abend, Isibar. So, wir wollten noch mehr Leichen flattern. Dich haben wir schon geflattert. Dich haben wir auch. Dich haben wir noch nicht geflattert. Ich meine, das Dumme ist, ich kann kein Russisch reden. Hat der Typ vorhin auch um Hilfe gerufen? Aber glaube ich nicht. Der wollte uns in einen Hinterhalt locken. Trinken wir ihm mal seinen Wodka weg. Okay. Also. Dann jetzt zurück zu unserem Tunnel der Liebe. Liegt erstmal was. Das ist ein leerer Stash. Hier können wir lang. Hoffe ich. Ich meine, der Bolzen ist definitiv weniger breit als wir. Deswegen. Du liebe Güte, hier lang. Autsch! Ja, war nur am Rand, aber es hat gereicht. Okay, hier ist ein bisschen besser.
Mach dich ganz dünn, Stalker. Ganz dünn machen. Durch. Da kommen wir nicht hin. Zu dir will ich. So, der hat nämlich eine Unique Weapon bei sich und deswegen haben wir den Mist gemacht. Völlig unnötig, aber... Okay. Das ist nämlich eine MP5, die für Pistolenmuni umgebaut wurde, die nämlich nicht 9x19mm, sondern die 18mm Muni benutzt, von der wir üblicherweise viel mehr haben. Und nämlich nicht 110, sondern 429. Okay, da war ja mal durchgucken. Die Mod heißt Stalker Pack. Nee, Starter Pack. Und Französisch kann ich leider auch nicht. Come on, come on. Da kommen wir nicht durch, ne? Nope. Mach dich dünn, mach dich ganz dünn. Okay. Ja, hier geht's. Okay. Hier lang. Nee. Warum ist der Rückweg immer schwieriger als der Hinweg? Mach dich dünn, mach dich... Autsch! Ah! Okay. Okay. So, dann wollen wir uns mal hier schön im Regen die Radioaktivität runterwaschen. Okay. Also, das Ding haben wir jetzt uns besorgt. Dann können wir nämlich das hier auch einfach fallen lassen. Hm. 19. Können wir erstmal mitnehmen. Also was essen. Okay. Wir sind mehr oder minder noch am Leben, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Wir sollen ja eigentlich Military Documents klauen und da sollten wir vielleicht langsam einfach mal hingehen.
Okay. Damn, that's a military air assault force. Our okay. guys are there. Okay. Yeah. Na gut, dann. Ja, ja. Ich geh schon mal voran, ne? Du kommst hinterher? Ja. Okay. Ja, Cutscene. Ja. Ja, fantastisch. Nun schiebt mich hier doch nicht durch die Gegend, ihr Schlü... Ja, ja, ich komme hier schon, ich komme hier schon. Wäre ganz gut, wenn irgendeiner mal überleben würde, wenn wir hier... Okay, du bist einer von uns. Bist du Maul? Du bist Maul, glaube ich. Okay. Bevor wir mit dir reden, nehmen wir hier allen Leuten allen ihren Kram weg. Was haben wir hier Schönes? 74. Ja. Vom Prinzip eine schöne Waffe. Aber so richtig viel mitschleppen können wir nicht mehr. Okay, also jetzt müssen wir, brauchen wir uns über Muni nicht zu beschweren. Die ganzen Kollegen vom ukrainischen Militär haben freundlicherweise eine ganze Menge dabei. Hier war doch... Da, ich sehe dich. Okay. Wow, ja, ganz schönes Massaker gegeben hier.
Okay, nehmen wir nur noch die Muni mit. Und Granaten nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Gut, das Gebiet haben wir befriedet. Wie viel können wir noch tragen? Nicht mehr allzu viel. Wie sieht denn unsere Rüstung aus? Die hat schon ganz schön gelitten. Könnten wir mal gegen die austauschen. Wir könnten uns hier aber auch irgendwo mal einen Stash suchen, wo wir, von dem wir wissen, dass er ein Stash ist. Nämlich hier zum Beispiel. Dann das rausnehmen, was drin ist, und reintun, was wir jetzt nicht brauchen. Wir brauchen nicht so viele Shotgun Shells. Wir brauchen das Ding eigentlich nicht mehr. Den nehmen wir noch mit. Das kann hier bleiben. So, jetzt haben wir 70 Kilo. Immer noch zu viel. Nee, die Muni will ich behalten. So viel Wodka brauchen wir nicht. Wie vergleicht sich die mit der? Die hier. Okay. Kann. Ups. Hier bleiben. Okay. So, haben wir hier noch irgendwo. Ja, da sehe ich noch einen Stash. Ich will mit Mole noch nicht reden, weil dann triggert es den zweiten Teil dieser Mission. Vorher wollen wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Das ist ein Artefakt. Das nehmen wir doch an uns. Welche Hunde? Okay. Okay, Military. Mhm. Da ist nämlich das Research Institute, wo wir die Military Documents klauen sollen, und die wollen uns da nicht reinlassen. Aber Mole kennt sich da aus und der wird uns sicherlich helfen können. Deswegen würde ich sagen, fragen wir ihn nochmal. Wie viel Muni? Ja, 500 Schuss, das sollte für eine Weile reichen. Thank you, friend. You saved my life. That was too close. The Grunts always carry their missions through. We've got to get out of here before the task force arrives. Mhm. Come on. I'll show you the way. Task force. Okay, ja, dann bitte. Und die Taskforce kommt jetzt nämlich. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns jetzt zurückziehen. Freundlicherweise hat die Taskforce gewartet, bis wir mit Mole reden. Aber gleich ist ja alles voll mit Military. Guardia,
Phew. It's quiet here. We can wait for the raid to finish. Seri told me what you're looking for. Okay. It's underground around here somewhere, but I don't know exactly where. Ach, der Stash von Strelok. Good luck. Okay. Da ist das Military und... Will you help? I don't know that man. I'm looking for info on Strelok, so he told me something about him. Okay, listen, they said Strelok used to sneak around here. On top of that, his stash is somewhere around here below ground. I heard his group even has its base here. We also looked for the stash, but we found jack shit. I'll give you the info about the stash, maybe you'll be luckier. This is everything we have on the stash. Okay, we can get to the basement. Many exits. I don't have a map in the basement. It was huge and confusing. Thanks for the information. Tell me something. No. So, irgendwas. Müsste noch zwei Flaschen Wodka haben. Und. Artefakt. Also nur noch Money. Ne, gut, dann eben nicht. Okay. Ja, das Military übernimmt das da jetzt und wir, würde ich sagen, gehen jetzt hier mal nach unten. Ins Dungeon!